Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fallout 4. Ja, wir befinden uns ja hier noch bei der Wasseraufbereitungsanlage. Da sind wir letzte Mal stehen geblieben und ich würde gerne mal mit Preston reden. Mal gucken, ob er uns schon ein bisschen mag, denn wir haben jetzt schon den einen oder anderen Kampf mit ihm gehabt. Wir schauen mal. Hey, schieß los. Hi. Brauchst du was, General? Was meinst du? Immerhin regnet es nicht. Oh ja, sehr gut. Beziehung. Unser Verhältnis zueinander. Was denkst du darüber? Ich muss sagen, ich versuche noch immer aus dir schlau zu werden. Aber ich hab's noch nicht aufgegeben, falls es das ist, was du wissen wolltest. Hm. Das war alles. Okay. Okay, also er wollte noch nicht. Reicht ihm noch nicht. Gut, wir wollten zurück zu... Badum, badum, badum. Grey Garden. Grey Garden. Wo sind die denn? Da. Her zu Aufseher White zurück. Das tun wir in diesem Moment. Denn wir haben ja das Wasser abgepumpt in der letzten Folge mit den ganzen tollen Meyerlurks. War ja sehr, sehr interessant. Freue mich jetzt schon auf die Kommentare. Denn ich spiele gleich im Anschluss. So, aber jetzt werden wir erstmal mit Mr. White reden. Was er denn zu unserer Schlacht sagt. Hallo, schön dich zu sehen. Du hast unser Wasserproblem behoben, oder? Hat er. Das hat einige Mühe gekostet. Ich hoffe, das war es wert. Oh, das ist es. Hier, du kannst etwas von unseren Erzeugnissen haben. Ist das dein Ernst? Ich gebe dir Greenie einen Rabatt, wenn du sonst noch was brauchst. Jetzt muss ich wieder zurück an die Arbeit. Ciao, ciao. Also ich fühle mich gerade ein bisschen veralbert. Erst veralbert uns der Typ hier draußen mit seinem komischen Auto. Jetzt veralbert die Olle uns. Aber gut, wir haben wenigstens über 100 Kronkorken bekommen. Und ein paar Beeren und so weiter und so fort. Und wir sind komischerweise jetzt gerade voll. Nö. Finde ich ein bisschen doof. Wir müssen mal kurz... Wir könnten etwas Regen gebrauchen. Ja, bringe ich auch gleich mit. Kein Problem. Hab noch... in der Hosentasche etwas frei. Werde ich gleich mitbringen. Wo ist denn hier die Werkzeugbank? War die nicht hier gewesen? Ah, genau, meine ich doch. Du trägst so viel, du kannst dich rennen. Ja, das weiß ich, mein Freund. Ich will da bloß mal etwas ablegen, was wir später abholen können. Wir müssen ja nichts wegwerfen. Wenn wir diese Bank schon nutzen können. So. Transfer. Schmeißen wir mal. Was schmeißen wir denn da rein? Irgendein Schrott, würde ich sagen. Was haben wir denn hier Schönes? Stahl und Antiseptum. Okay. Eine Zahnbürste. Vom Knochen schmeißen wir hier rein. Löcher, Gummi, Stahl, Asbest. Auch so viel haben die. Wow. Öl und Stahl. Öl ist auch wichtig, glaube ich. Guck mal, der kann weg. Kupfer und Stahl. Klebeband. Keramik. Guck mal hier. 1, 2, 3, 4, 5. Wir müssen sowieso gleich erstmal wieder nach Hause. Nur schnell reisen kann ich eben nicht, wenn ich voll bin. Okay, das reicht jetzt. Guck mal, was haben wir denn hier noch alles? Schraubenzieher. Treibstoff. Den nehmen wir auf jeden Fall mit. Ja, und alles andere ist erstmal nicht so wichtig, würde ich sagen. Wir werden aber trotzdem nochmal... Scheint wirklich was zu werden. Weil ihr so frech wart. Oh, bin schon wieder voll. Gut, da müssen wir doch noch was rausschmeißen. Ist jetzt egal. Was haben wir denn hier? Eine Impro-Pistole. Die haben sowieso alle nur Stahl. Komm. Dann nehme ich lieber mal hier die Mutterbeeren und sowas mit. Wenn wir nach Hause gehen.
Weil das ist alles wichtiger. Für das, was wir uns als Ziele gesetzt haben. Und vor allen Dingen die Mutterbären, ganz, ganz wichtig. Wenn du hampeln willst, dann lass uns einen Deal machen. Ich hab verstanden, wenn ich hampeln will. Und nicht, wenn ich handeln will. So, mehr können wir jetzt erstmal hier nicht tun. Dann würde ich sagen, ab nach Hause uns entleeren und dann gucken, was wir als nächstes tun können. Auf jeden Fall ist das jetzt auch eine Farm von uns. So kann ich denn... Muss ich doch eigentlich hier machen, oder? Jetzt hat das. Schutz 0. Schutz 0. Können wir hier irgendwas Schützendes hinhauen? Ein Geschützturm? Können wir. Dann lass uns doch hier einfach mal den einen oder anderen Turm hinstellen. Ich weiß jetzt nicht, wie aktiv schon die Raider sind. Und die Gunner, die ja da unten ein Zelt hatten. Wäre natürlich doof, wenn die sofort kommen und hier alles wieder platt machen. Denn es sind ja doch schon einige schöne Pflanzen, die wir hier gebrauchen können. Daher machen wir mal hier den ein oder anderen Turm rauf. Zack. Hier machen wir auch noch einen rauf. In der Hoffnung, dass sie dadurch etwas geschützt sind. So. Betten brauchen sie nicht. Energie auch nicht. Wasser haben sie. Essen haben sie ohne Ende. Ich glaube, das reicht erstmal. Wir werden jetzt auf jeden Fall... Oh, falsche Taste. Erstmal nach Hause gehen und uns entleeren. Oh, und unsere Bevölkerung hat schon 59% erreicht. Das ist doch schon mal gar nicht so verkehrt. Ja, dann werden wir uns gleich mal um die nächste Sache kümmern. Da sollten wir irgendwas mit Raidern machen, wenn ich mich recht entsinne. Transferos. Gesamten Schrottlagern. So. Dann werden wir auch gleich mal... Was baust du da? Geht dir einen Scheiß an. Aber wir können nichts bauen, weil wir nichts haben. Jagdgewehr, Raketenwerfer. Wir hatten den Fatman bisher gehabt, jetzt haben wir noch einen Raketenwerfer, das ist richtig cool. Ein Impro-Gewehr brauchen wir nicht, kann weg. Die Laserpistole behalten wir. Jagdgewehr kann weg. Kann weg. Kann weg. Kann weg. Kann weg. Der kommt in die Kiste und das Jagdgewehr finde ich cool, weil es einen verlängerten Lauf hat. Behalten wir mal. Den gehen wir mal hier ran. Du kommst mit Brille mit schwarzem Gestell. Brauchen wir nicht. Brauchen wir auch nicht. Brauchen wir auch nicht. Das nehmen wir mit. Die Brille hatten wir. Das hatten wir. Ein Schutzhelm. Der Schutzhelm bringt 4 Verteidigungspunkte. Okay. Aber behalten wir mal ein. Supermutanten Handschuhe. Die kann doch bestimmt nur die Rüstung sozusagen tragen. Lassen wir mal hier. Das brauchen wir. Okay. Dann haben wir Hilfsmittel. Brauchen wir alles nicht. Alles nicht. Brauchen alles nicht. Wir nehmen nur Stimpack. Oh, guck mal, Meierlurk-Fleisch. Können wir schön kochen wieder. Alles weg. Redex, Redaway. Schmutziges Wasser brauchen wir auch nicht. Stimpack, Tato. Auch nicht. Wir brauchen nur Stimpack und eigentlich Redaway. Das sind eigentlich die wichtigsten Sachen, zumindest jetzt noch. Nachher vielleicht noch Jet und sowas alles. Aber erstmal sollte das reichen. Mein Schrott. Gesamten Schrott lagern. Oh, wir haben ja immer noch so viel. Okay, wir haben jetzt ein paar Waffen mehr drin. Ah, und den... Ah, jetzt habe ich mich verdrückt. Transfer. Den Raketenwerfer auf jeden Fall. Den brauchen wir nicht. Jagdgewehr lassen wir. Molotow-Cocktails brauchen wir erstmal nicht. Raketenwerfer kann weg. Splittergranate kann weg. Kann auch erstmal weg. Laserwaffe nehmen wir mit. Jagdgewehr. Nämlich das Jagdgewehr oder das?
308er, 308er. Präzision 71, 73. Reichweite 215. Ja, aber das ist halt mit Zielfernrohr, ne? Eigentlich können wir das andere auch zu Hause lassen. Guck mal, wenn ich das hier nehme. Wohl. Halt präziser, ne? Aufgeregt. Dieses 50er Feuerrate. Feuerrate 3? 50er Feuerrate? Achso, die Laserpistole. Kannst du schon sagen. 3. Reichweite 2. 5. Ist halt ein bisschen präziser und schwerer. Komm, wir lassen erstmal unser normales Jagdgewehr. Das kurze nehmen wir mit. Das lange lassen wir mal noch hier. Waffe. Gewehr. Ohne Maschinen, Jagdgewehr, Impro. Okay, die können wir auch erstmal zu Hause lassen, weil wir haben halt keine Zellen. Wir haben halt keine Zellen. Können wir erstmal zu Hause lassen. So. Und dann wollte ich jetzt gerne erstmal hier das Essen anpflanzen. Ressourcen. Essen. Was ganz wichtig ist, diese Mutabeeren. Denn die haben wir noch nicht. Die werden wir einfach hier neben anpflanzen. Hey, ich hab mir gedacht, wenn du später Zeit hast, könnten wir vielleicht am Fluss spazieren gehen. Ja. Geht mal schön spazieren. Macht ja auch viel Spaß. Ich hab viel zu tun. Oh, vielleicht kann ich ja helfen. Nein, das kannst du nicht. Da muss ich selber durch. Oh, ja. Okay. Schön, es tut mir leid. Das ist eine nette. Wenn ich das fertig hab, gehen wir spazieren. Und was wir jetzt auch gleich machen werden, weil wir haben jetzt so viel Essen mittlerweile. So, das sollte erstmal reichen, glaube ich. Wir müssen ja Leute hier holen. Bedeutet, wir werden mal noch einen Funkleitstrahl hier aufbauen. Damit wir mehr Bewohner hier bekommen. Und Ressourcen, Schutz, Energie. Generator, da haben wir einen. Ein Rekrutierungsstrahl, den stellen wir mal hier hin. So. Und dort neben stellen wir noch einen Generator hin. Zack. Zack. Das bedeutet, wir werden neue Leute rekrutieren können. Bedeutet, wir haben mehr Leute in unserem Dorf. Bedeutet, wir können die ganzen Pflanzen hier bewirtschaften. Und ja, das sieht erstmal gar nicht so verkehrt aus, würde ich sagen. Kannst du hier dich auch noch um was kümmern? Kann das noch warten? Zugewiesen. Wir geben ihn eine andere Aufgabe. Du musst hier dich um die Mutterbären kümmern, lieber Kollege. Zuweisen. Die Ressource ist jetzt zugewiesen. Okay. Damit kümmert ihr euch bitte um die Sachen. Dann schauen wir mal nochmal, wie viel wir eigentlich jetzt hier drin haben. Transfer. Ob das überhaupt klappt, wie ich mir das vorstelle. Aufbereitetes Wasser 14. Wo ist Mais? Mais 13. Tato 50. Also es scheint zumindest teilweise zu klappen, dass wir da ein paar Ressourcen haben. Wenn wir mehrere Leute dann jetzt hier noch in dem Dorf haben, dann werde ich auf jeden Fall noch... Ne, müssen wir jetzt machen, mehr Mais. Müssen wir jetzt machen, mehr Mais. Schutz, Ressourcen, Essen. Mais. Damit unsere Werkzeugbank da immer voller wird. Dass wir da wirklich viel, viel Kleber von kochen können. Hört sich auch gut an, oder? Wir kochen uns Kleber.
Damit wir schön unsere Waffen craften können. Denn davon werden wir... Pass hier nicht mehr zwischen, war schade. Ach, da wollte ich mal was Schönes machen und dann klappt es nicht. Na, so ein Mist aber auch. Hier passt noch eine hin. Hm. Guck mal, hier passt doch noch was hin. So, guck mal hier. Fein. Fein. Na, na, na. Du warst doch gerade grün. Ach ja, je, nee. Jetzt. Da ist sie grün. So, okay. Mehr passt hier. Oh, doch, da war noch eins. So. Haben wir auch ein bisschen Mais. Das sieht ganz gut aus. Das sieht ganz gut aus. So kann es laufen. Und vor allen Dingen weiterlaufen. Wir haben uns relativ entleert. Und wollten jetzt... Da noch nicht hin. Da noch nicht hin. Wir wollten jetzt Raider-Probleme bei Oberland Station. So, und wo müssen wir da hin? Fragezeichen. Da unten hin. Töte die Raider. Heißt, wir müssen zur Oberland Station, dann laufen wir da lang. Sind auch schon in der Nähe von Diamond City. Also auch gar nicht so verkehrt, würde ich sagen. Dann begeben wir uns doch mal dorthin. Lalala. So. Hervorragend. Nacht geworden. So, da schön, unten. Schön, dich wiederzusehen. Ja. Brauchst du was von den Minutemen? Ich wusste nicht, dass es noch Minutemen gibt. Ja. Wie du sehen kannst, gibt es die Minutemen noch. Sicher. Es war wirklich schön. So, Erwin, wir müssen los. Und zwar in diese Richtung. Mach's gut. Tschüss. Oha, hier wird auf jeden Fall schon geschossen. Oha! Was haben wir denn? Da! Was war denn unsere Knarre? War das die 5? Ja, war? Ja. Da ist auf jeden Fall jemand. Schön. Bleib doch stehen. Das ist auf jeden Fall ein Raider-Lager. Die werden wahrscheinlich unsere Jungs auch ärgern. Da kommt jemand angelaufen. Da kam jemand angelaufen. Brauchst dich nicht verstecken. Ist bald alles vorbei. Ja. Da werden wir mal hin. Oh, da kommen welche. Oh, ist ein Legendärer. Wie geil. Den müssen wir auf jeden Fall kriegen. Das ist ein Legendärer. Ein Legendärer bedeutet, er hat irgendwas, was uns gefallen könnte. Oh, nee. Ist das Ding kaputt? Oh, weia. Sind auf jeden Fall... gut unterwegs. Oh, ey, wie können die denn werfen? Jetzt kann ich verstehen, dass die damit ein Problem hatten. Weil das ist ja echt nervig. Oh, jetzt mutiert ihr auch noch. Oh weia. Komm. So, mein Freund. Komm, einen noch. Komm. Oh, der heilt sich immer ein Stückchen. Jetzt brauche ich ein Stimpack. Wir kriegen dich. So, mein Legendärer, das war's mit dir. Was hast du denn so Legendäres? Befestigend Raider-Rüstung Harnisch plus 1 Stärke und Ausdauer. Sehr gut.
Sehr, sehr, sehr gut. Werden wir gleich anziehen. Kleidung. Da, Harnisch. Raider-Rüstung Harnisch. Befestigt. Okay, müssen wir noch umbauen. Aber wir haben einmal Stärke mehr. Oh. Wir haben Stärke 10. Wenn ich das anziehe. Wir doch Stärke 11 haben. Ja, haben wir auch. Wie viel du tragen kannst. Aber irgendwie ist es unten nicht mehr geworden. Ich habe immer noch 3,45. Hm, na gut, okay. Sehr verwirrend manchmal. So. Preston. Okay, haben wir die ersten schon mal ein bisschen verärgert, würde ich sagen. Wir gehen trotzdem nochmal zu deren Lager hin. Wir haben ja auf dem Weg hier noch den ein oder anderen niedergemetzelt. Gucken, ob wir die noch wieder finden. Da liegt noch einer. Aber da sind noch diese Hirnpilze, glaube ich. Was leuchtet da? Okay, das leuchtet aber sehr, sehr komisch. Dachte, dass jetzt irgendwas Spezielles da ist. Na gut. So, da liegt jemand. Oh, ein Siedler. Das ist natürlich nicht so schön. Sowas sieht man nicht so gerne. Was haben wir hier für eine Hütte? Da haben die wahrscheinlich drin gehaust, die Raider, ne? Vermute ich jetzt mal. Mais? Guck mal einer an. Das geklaute Futter. Von unseren Freunden. Nehmen wir alles mit. Nehmen wir alles mit. Nichts drinne. Auch nichts. Der Verkäufer, ja. Der wird wohl auch nichts mehr verkaufen tun. Ist da was drin? Nee. Okay. Da können wir rein. Voll. Geschafft. Oha. Leuchtender Pilz. Laborstation. Schlammbohnen. Oh. Mann, immer dieser schnelle Finger. Düngemittel. Ja, okay. Ein bisschen Action zumindest gehabt. Oha. Wo sind wir denn hier gelandet? Oha. Ja, wir haben auf jeden Fall viel Action gehabt in dieser Folge. Wen haben wir denn da? Einen wilden Ghoul. Wir werden mal gucken, was sich dort unten verbirgt in der nächsten Folge. Seid gespannt. Bis dahin. Schönen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.